Wir stehen heute in der Grolschfeste, in dem vielleicht schönsten Stadion der Welt, oben in der dritten Etage vor der Supporters Group. Und heute sind die zweiten Hoffimpulse. Vom Inhalt her geht es darum, einfach einmal im Jahr sich die Auszeit zu nehmen, mit allen Kollegen mal das Wissen zusammenzuschmeißen. Und ja, ob man das dann als eine Art größtes Gremium ansieht oder als Workshop, ob wir uns gegenseitig Impulse geben oder einen Impuls für das Unternehmen bekommen, das ist jedes Mal wieder neu. Letztes Jahr haben wir begonnen. Heute, wie gesagt, die zweite Edition, die zweiten Hoffimpulse. Lass uns mal einen Blick in den Raum werfen. Ich bin die Moderatorin heute für Hoffimpulse, habe die Freude, den ganzen Tag mit der kompletten Firma Hoff zu arbeiten. Und heute geht es darum, bestimmte Vereinbarungen zu treffen, wie der Alltag für alle etwas vereinfacht werden kann und damit auch die Unternehmenskultur gestärkt wird und die Organisationsentwicklung weiter vorangebracht wird. Es wird viel in Workshop-Phasen gearbeitet, die werden unterschiedlich gemischt. Es wird auch am Ende eine Performance geben, wo dann wirklich das konkret Erarbeitete auch umgesetzt werden soll. Und von den Organisationsentwicklungsinstrumenten wird es hauptsächlich um die Entwicklung von sogenannten Ritualen gehen. Und das sind einfach gemeinsam erzeugte Vereinbarungen, die sich positiv auf den Unternehmensalltag auswirken sollen. Wenn ich mir anschaue, angehört habe, was diskutiert wurde, dürften da auch ganz konkrete Dinge bei rumkommen, die uns wirklich in den nächsten Tagen, Wochen, Monate voranbringen. Und da muss ich schon sagen, spüre ich einen großen Stolz, einen wirklich großen Stolz auf mein Team, auf meine Kollegen, die da sehr, sehr diszipliniert mitarbeiten. Und dementsprechend bin ich heilfroh, ich bin sehr glücklich, diesen Mut zu haben, es gemacht zu haben. Und ich glaube, dass wir da mehr als auf einem guten Wege sind. Mich freut es, dass der Tag so gelaufen ist, und freue mich natürlich dann auch auf die nächste Zeit mit meinem Team, die zukünftigen Herausforderungen anzugehen.